Das absonderliche Buch hielt mehr als nur die Aufmerksamkeit der Helden gefangen. Er hat es sogar so gut versteckt, so, dass es 1000 Helden in 1000 Jahren nicht finden. Wir mussten gerade einen kleinen Break machen. Hab einen Anruf bekommen. Wegen, aber ich denke eher nicht, dass es ein Herz aus Gold ist. Hab einen Anruf bekommen, mussten einen kleinen Break machen. Haben gesagt, okay, dann machen wir hier weiter. Die Dinger sammeln wir trotzdem ein. Aber jetzt macht er schon mal alles kaputt. So, Dinger sammeln wir ein. Dann haben wir wieder so einen Aggro-Kerl. So. Ah, da oben. Siehst du es? Erstens habe ich an mein Mikro gegriffen und zweitens bin ich runtergefallen. Tolle Idee. Ich komme wieder bald tot. Musst du die arme, wehrlose Kiste kaputt machen? Was zum. Also, das ist ein. Das. Wieso muss der Kerl eigentlich immer da runterspringen? Keine Ahnung. Hm. Ein Trampolin, oder? Flink. Also wenn du einfach drauf stehen geblieben wärst. Jetzt machen wir dein Heuer drauf. Nochmal. Da ist ein Neujahr drauf machen. Oh, nochmal. Nice. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie eine Klappe. Ich glaube, wir machten Jagd auf Sarek, um ihn zu stellen. Doch er schien zu ahnen, dass wir für ihn Unheil bedeuteten. Also ergriff er die Flucht. Wir wollten seine Seele in drei Teile spalten und sie auf der ganzen Welt verstecken. So hätte er nichts tun können, während wir in aller Ruhe nach dem versteckten Herz suchten. Und wo ist die Dame Rona heute? Nun, das werdet ihr schon bald erfahren. Genau. Warte, stell dich mal nach ganz rechts. Ganz rechts, ganz rechts. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Warte, warte, warte. Danke. Warte. Was? Wo ist es hin? Da ist es hin. Stell dich auf die Kiste, dass du hochspringen kannst. Und spring. Danke. Doch, kein Problem. Dieses 3D ist für den Arsch, ey. Gut.
wieder rausziehen oder so? Ja. Wow! Wer ist gut? Du? Dankeschön. Mehr wollte ich nicht hören. Ich rein, jetzt muss das Ding nochmal da drauf kloppen und dann kann man hier. Oh, ja. Oder so. Das war dumm. Naja, man kann auch in der Ecke springen. Da springe ich im Dreieck. Oder im Kreis? Ah. Muss man da hin? Ach so, nee, du musst da nicht mit hin. Stimmt. Okay. Oh Mann! Nein! So. Spring nochmal ganz normal hoch. Und links, links, links! Warum springst du jetzt nicht da links? Du hättest so schön darauf kommen können. Mach es nochmal runter. Weiter oben geht's nämlich. Oder ist es auf der anderen Seite weiter? Ich glaube, es geht sowohl als auch weiter. Nur hier geht man halt oben lang und kriegt noch die Dinger. Bleibt da unten stehen? Ja! Also, das bin ich. Schrottteile. Kaputter Kiste, ich wollte gerade sagen. Oh Mann, warum bin ich runtergesprungen? Ich weiß nicht mehr, wo mein... Oh, ich bin gleich runtergegangen. Egal, ich bin hier oben und schieße. Wenn ich treffen würde. Das ist noch sowas. Das ist ein bisschen mit dem Scheiß da. Hoppa. Die Kiste da nicht kaputt. Das da hinten muss kaputt gemacht werden. Also. Wow! Aggressiv? Ich dachte, du bist aggressiv, ey. Wow! Nein, wieder hoch! Ah. Mach's nochmal! Mach's nochmal! Mach's nochmal! Mach's nochmal! Kabumm! Los! So, mach nochmal! Ah, warte, ich geh mal runter. Mach's nochmal! Stell ich mal daneben und mach's? Oder da drauf? Eins von beiden. Nicht auf den Knopf. Genau.
Mach's nochmal mit diesem Rabum. Und nicht da drauf. Gehen wir daneben. Ja, also da geht dieses Mittelding hoch. Und die Flügelchen fangen an zu flügeln. Denken wir mal logisch. Mach das Ding nochmal runter. Meinst du, das kannst du da reinmachen? Oder so. Oh, Entschuldigung. Dafür, ja. Perfekt. Schlau. Okay. Weißt du, solche Rätsel, so. Okay. Wir trieben ihn in den Tiefen eines Feuerwerks in die Enge. Denn wir mussten erst seinen Körper bezwingen, um seine Seele gefangen nehmen zu können. Und dann habt ihr gegen ihn gekämpft. Du meine Güte! Trine! Du bist gestorben? Trines Körper war vergangen. Doch die Artefakte der Macht waren geboren. Ihre Magie gab Trine und ihrer Schwester Kraft und Weisheit, um Sarek gefangen zu halten. Und zwar so lange, bis Helden tapfer und klug genug wären, Sareks Herz zu finden. Okay. Hände hoch. Hast du eigentlich irgendwie die Story mitverfolgt, so ein bisschen? Ich hab's nicht so wirklich gemacht. Es geht. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen. Die Grundidee habe ich, aber Frage Nummer 2, hast du auf die Uhr geguckt? Nein. Verdammt, ich auch nicht. Egal. Dann mache ich, würde sagen, wir machen noch die kleinen Missionen da. Die da, und ich glaube, das ist auch eine Mini-Mission. Ja, eine größere Minimission. Machen wir noch die 2 Minimissionen und dann war's das auch erstmal. Wenn das also ein Traum ist, dann kann ich ja vielleicht einen Feuerball zaubern. So, Start. Feuerball, komm zu mir. Nichts passiert. Wie schade. Vielleicht versteckt sich der Feuerball vor mir. Ich sollte ihn suchen. Ah, okay. Nicht da drauf gehen! Nochmal da drauf gehen, bis es ganz oben ist. So. Und jetzt. Du Chip, schieb deine Kiste drunter. Genau. Da unten drunter. Und so. Hoch, hoch, hoch. Schieb einfach hoch. Wenn du so an der Seite bist und hoch gehst, nimmst du das Ding auch mit hoch. Einfach jetzt hochziehen. Genau. Ich bin ungeduldig, okay? Genau, und jetzt runter passt. Nein! Schieb mich hier nicht rum, du! Danke! Wow! Scheiße! Ah, okay, gut. Ich wollte das eigentlich anders machen. Na, irgendwie habe ich den Absprung vor der Wand nicht geschafft. Ach nö! Hochnehmen, linksklick, hochnehmen, linksklick, hochnehmen, linksklick. Ah, klar. Komm, bin ich mit der Kiste da? Jetzt aber.
Nein! Wo willst du hin? Das war extrem knapp. Genau, stell du auch nochmal deine Kiste da hinten hin. Messer drauf. Probier's jetzt nochmal. Vertraust du mir? Ich muss gucken, wo du stehst, wegen diesem scheiß 3D. Komm mal, lauf mal vorne hin. Ich muss gucken, dass ich dich erwische. Gut. Spring. Spring. Ja, so viel zu diesem 3D. Das ist auch noch so eine doofe Sache. Du weißt. Geh mal ganz nah an die Wand ran. Genau. Was? Das ist auch so eine Sache. Du hast keine Ahnung, ob wie bei. Okay, jetzt. Du musst schon den Sprung machen. Du musst halt schon noch springen. Ja, das war wieder. Ich hab wieder gedacht, dass voll daneben gesprungen wäre. Genau, und jetzt. Warte. Okay. Du schaffst das! Ich glaube an dich, verdammt, ich wollte dich fragen! Das ist immer noch ein Teil, noch eins ist da oben immer noch. So ein großes. Ach verdammt, ich wäre versunken gewesen. Okay, kann ich draufstehen, wenn du da. Wenn ich draufstehe, ach was. Die Tiefenwahrnehmung von mir in dem Spiel lässt sehr zu wünschen übrig. Nein, die Tiefenwahrnehmung in diesem Spiel lässt sehr zu wünschen übrig. Durch die Gegend kullern. Ich will einen richtigen, echten Feuerball herbeizaubern, der Dinge zerstören kann. Oder ist da unten noch was? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Scheint nicht zu sein. Aber die Tür dort sprechen. Noch irgendwas? Stell mal noch eine Kiste drauf. Ich glaube nicht, dass da oben noch was ist, aber. Aber nach links hereinbeschwören und nach links bewegen. Er sagt, die Tür ist. Der Gang ist breit genug. Dann komm doch mal hier raus. Ohne die Kiste. Und nochmal eine Beschwerde. Genau. Und nicht mehr auf den Kopf werfen. Nee, ist nichts mehr. Fliegende Kisten, yeah, yeah. Boah, was für ein Rätsel. Wir müssen eine Treppe stapeln. Hier ist es auch nicht. Nö. Aufstehen. Aber. Sorry, ich frage mich eher, ob man einfach nur alle Dinge einsammeln muss, oder. Nee, du musst bis zum Ende durchlaufen. Weil das Einsammeln ist ja, kannst ja einsammeln, musst aber nicht. Ach so. Okay, gut. Dann würde ich sagen,
Machen wir beim nächsten Mal weiter. Wie viel brauchen wir für das hier eigentlich? Sieht man das schon? 700. Ne, 900. Wie viel haben wir? 736 und der gibt uns wahrscheinlich auch 150. Das heißt, wir müssen noch eine kleine Mission machen. Und zwar die letzte, die es überhaupt noch machbar ist. Ne, hier sind noch eine. Die hinten sind auch noch zwei, oder? Haben wir die schon die haben wir noch nicht gemacht? Ne, haben wir auch noch nicht gemacht, ja. Okay, gut. Dann. Los. Nix los. Wir haben noch die Hälfte vom anderen und dann eine kleine Mission gemacht. Jetzt machen wir erstmal einen Cut. Okay, gut. Ja, das wäre sie. So. Dann Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis dann.